1897 erschien in dem berühmten enzyklopädischen Wörterbuch von Brockhaus und Affron der Artikel Neukantianismus und Neukantianer des russischen Philosophen Ernst Radloff. Als der erste und einzige Repräsentant dieser philosophischen Bewegung in Russland wurde Alexander Iwanowitsch Wedensky genannt. Wedensky war in der Tat der Erste um 1900, der den Neukantianismus nach Russland brachte und seine Ideen verbreitete. Als Absolvent der St. Petersburger Universität verbrachte er ab 1885 zwei Jahre in Deutschland, um seine Dissertation vorzubereiten. Wedensky kam nach Deutschland zu der Zeit, als die neukantianischen Schulen sich bildeten und die Hauptwerke der Neukantianer noch nicht geschrieben waren, obwohl seine Hauptideen bereits formuliert worden waren. Es ist daher nicht verwunderlich, dass Wedensky mit guten Kenntnissen und im Bewusstsein des zukünftigen philosophischen Mainstream nach Russland zurückkam, aber weder ein Adept der Marburger noch ein der südwestdeutschen Schulen des Neukantianismus wurde. In der Einleitung zu seiner Dissertation, ein Versuch der Begründung der Theorie der Materie auf den Prinzipien der kritischen Philosophie, der er nach der Rückkehr aus Deutschland verteidigte und 1888 in Russland publizierte, betonte Wedensky, dass es, ich zitiere, um eine Darstellung des Kritizismus in seinen Hauptzügen geht, und zwar so, wie der Kritizismus in 100 Jahren nach seiner Entstehung sein soll. Kurz gesagt, der Autor übernimmt seine Verantwortung für die Übereinstimmung seiner Ansichten mit Kant und den nachfolgenden kritischen Denken nur im Geiste, aber nicht im Buchstaben, das heißt in Allgemeinen und nicht in Einzelnen. Zitat Ende. Damit hat Wedensky fast wörtlich diese dann weithin verbreitete Wörter von Otto Liebmann wiederholt und den Modus des späteren Arbeiten des russischen Neukantianismus geprägt. Derselbe Wedensky prägte auch den zweiten wichtigen, wenngleich nicht deutlich reflektierten Orientierungspunkt für die Entwicklung der neukantianischen Bewegung in Russland. Am 3. Dezember 1900 hielt Wedensky in der St. Petersburger Philosophischen Gesellschaft einen Vortrag zum Gedächtnis von Wladimir Solowjow, der in demselben Jahr verstorben war. Der Titel des Vortrags lautete »Über Mystizismus und Kritizismus und in der Erkenntnistheorie Wladimir Solowjows«. Wedensky stellt fest, dass der Mystizist Solowjow, wie er ihn nannte, die Begriffe der religiösen Wahrnehmung, der mystischen oder religiösen Kenntnis und sogar den Begriff des Glaubens synonymisch mit dem Begriff der mystischen Wahrnehmung benutzt. Daraus schließt Wedensky, dass wir keine kritisch erforschte Psychologie der mystischen Wahrnehmung haben, die notwendig ist, um auf die grundsätzliche Frage zu antworten, ob es eine solche Wahrnehmung überhaupt gibt oder nicht. Dieser Umstand schwächt den kritischen Mystizismus Solowjows, wenngleich es Wedensky erlaubt, die Aufgabe, eine solche Psychologie des mystischen Wahrnehmens auszuarbeiten, als Solowjow Vermächtnis für die jüngere Generation zu formulieren. Unter diesen beiden Orientierungspunkten, dem rationalistischen Kritizismus und dem religiös-mystischen Erbe des russischen Denkens, die man mehr oder weniger symbolisch auf Kant und Solowjow zurückführen kann, verläuft die Geschichte des russischen Neukantianismus. Die Vertreter der jüngeren Generation der russischen Philosophen, auf die ich sogleich ausführlicher eingehen werde, die zu der Institutionalisierung der neukantianischen Bewegung in Russland einen außerordentlichen Beitrag geleistet haben und die Schule der Marburger oder Badische Schule des Neukantianismus waren sich darüber im Klaren, dass, ich zitiere, unser philosophisches Schaffen, das auf unbedingte Aneignung des westlichen Erbes beruht, unvermeidlich die bei uns vorhandenen starken und spezifischen kulturellen Motiven in sich aufnimmt, die sich nur erst in den Bereichen des künstlerischen und mystischen Schaffens zeigen. Zitat Ende. So war es in der Tat,
Und dies hat das besondere philosophiegeschichtliche Phänomen, das Phänomen des russischen Neukantianismus, hervorgebracht, der zu einem integralen Teil der russischen Kultur wurde und hierbei eine Reihe Transformationen erfahren hat. Nun möchte ich etwas genauer die Entwicklung des russischen Neukantianismus in Anschluss an die beiden Orientierungspunkte skizzieren. Die dem ersten Orientierungspunkt entsprechende Sympathie der russischen jüngeren Philosophen für Kant und die deutsche intellektuelle Bewegung zurück zu Kant lässt sich aus dem folgenden Kontext zu verstehen. Am Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts wurde gerade die russische Denker einer religiös-mystischen Prägung in der akademischen und in der sogenannten freien Philosophie immer mehr tonangebend. Kurz aber treffend hat Alexei Losew, einer der jüngeren Vertreter dieser Prägung, die russische Philosophie dieser Zeit, unter der er die religiöse Philosophie verstanden hat, im Jahre 1918 charakterisiert. Ich zitiere. Wer, so Losew, in der Philosophie vor allem ein System, eine logische Vollendung, Klarheit der Argumentation, mit einem Wort Wissenschaftlichkeit schätzt, kann er ohne quälendes Nachdenken die russische Philosophie unberücksichtigt lassen. Zitat Ende. Diese Art der russischen Philosophie provozierte eine Gegenbewegung. Sie bezog sich auf die Rezeption der kantischen Philosophie, wodurch diese, wie es auch in Europa der Fall war, ins Zentrum der Aufmerksamkeit der russischen Denker geriet und als die neue Philosophie der Aufklärung wahrgenommen wurde. Die systematische Verfassung der kantischen Philosophie bewaffnete die russischen Neukantianer mit Mitteln, die es ihnen ermöglichten, den Dogmatismus der religiösen Philosophierens zu überwinden und die russische Philosophie auf das Niveau einer Wissenschaft zu bringen. Das hervorragendste und inspirierendste Vorbild einer wissenschaftlichen Philosophie war die Lehre der Marburger Schule. Nach Meinung der russischen Protagonisten war Hermann Cohen, ich zitiere, ein Fortsetzer des Rationalismus der Epoche der Aufklärung, Zitat Ende, und die Lehre des Marburger Schule insgesamt hatte für sie die führende Rolle, eine, ich zitiere, Philosophie des Humanismus und der Aufklärung im Anschluss an die 2000-jährige auf Sokrat zurückgehende Tradition und Tendenz, Zitat Ende, übernommen. Derselbe Verfasser, Evgenij Spektorski, spricht über die theoretische Philosophie der deutschen Neukantianismus und ihre Interpretation Interpretation der Erkenntnistheorie Kants im Geiste der aufklärerischen Kanon. Ich zitiere: Alles Übernatürliches, alles Mystische, alles Transzendente verschwindet vor dem glänzenden Licht der wissenschaftlichen Vernunft, die keine andere Wahrheit anerkennt, außer derjenigen, die von der Vernunft selbst festgesetzt werden kann. Zitat Ende. Die Grundaufgaben der russischen neukantianischen Aufklärung haben sich im Streit mit religiös-mystischen Richtung herausgebildet, nämlich die Selbstständigkeit der Philosophie gegenüber der Theologie zu begründen und ihre Gegenstände zu definieren. In dieser Auseinandersetzung hat Nikolai Berdjaev im Jahre 1904 den Transzendentalismus des deutschen Philosophie, den angeblich ureigenen, vor dem sogenannten Ontologismus des russischen Philosophie entgegengesetzt. Der Haupteinwand Berdjaevs gegen den Neukantianismus war, dass die neukantianische, ich zitiere, idealistische Erkenntnistheorie im Grunde alles auf Ideen und Kategorien, hinter denen nichts ist und die keinen Träger haben, reduziert, Zitat Ende, und dass diese Theorie, Zitat, aus einem Circulus Virtuosus, die Begriffe nicht herausgehen kann und Wege zur Realität in die Tiefe des Seins nicht findet, Zitat Ende. Unter Sein wollte Berdjaev das transzendente, metaphysische Sein verstehen wissen. Das Sein des, ich zitiere, konkreten Geistes, der lebendigen und individuellen Substanz, und zwar Gottes. Zitat Ende.
Daraus folgert Berdjajew, dass, ich zitiere noch einmal, eine Gnosiologie zum Erkennen des Seins keine Beziehung hat, daher auf Allgemeingültigkeit und Wissenschaftlichkeit keinen Anspruch erheben kann und überhaupt keine kritische gnosiologische, nur ein Schmarotzer der Wissenschaft, eine krankhafte Reflexion infolge Erschöpfung ist. Zitat Ende. Auch die Religionsphilosophie Hermann Cohens wurde von den religiösen Denkern ambivalent eingeschätzt. Sie begrüßen Cohens zwar als Begründer, ich zitiere, der modernen deutschen religiösen Philosophie, der Philosophie mit Theologie unmittelbar verbindet, Zitat Ende, aber sie klagen gleichzeitig darüber, dass das von Cohen vorgenommene Reinigen der Ideen des Gottes von mythologischen Vorstellungen und das Begründen des bloß ethischen Verstehen Gottes als eine absolute Idee, als eines Leitsterns der menschlichen sittlich-gesellschaftlichen Entwicklung, geschichtlich dem Geist der Religion des Alten Testaments widerspricht und systematisch eine Negation der Religion schlechthin ist. Somit seien die russischen Neukantianer sich zunehmend herausgefordert. In der Polemik, die die russischen religiösen Denker gegen sie führten, zeigten sie nicht nur eine Nichtübereinstimmung der Ausgangspunkten im Verständnis von Philosophie, sondern auch ein völliges Unverständnis der philosophischen Lehre des Neukantianismus. Deshalb suchten viele Aufsätze, Rezensionen und Reden der russischen Neukantianer das Wesen der neukantianischen Philosophie und vor allem der Marburger Schule, gegen die die großen Ausfälle gerichtet waren, zu erklären. In Auseinandersetzung mit Vertretern der religiös-mystischen Richtung suchten die russischen Neukantianer zu zeigen, dass es andere, und zwar rational begründete Gesichtspunkte gab, dass diese Gesichtspunkte nicht zu ignorieren waren und auch mit einem publizistisch-polemischen Fluchen, das war der Wort von Neukantianer, war nicht davon zu kommen. Die russischen Neukantianer zeigten ihre Opponenten, wie schwach diese in der gegenwärtigen Diskussion theoretischen Fragen waren und zwangen sie, die moderne philosophische Lehre zu studieren und eigene Ideen wissenschaftlichen Normen entsprechend zu entwickeln. Damit trugen die Neukantianer maßgeblich zur Sache der philosophischen Aufklärung in Russland bei. Einen objektiven Sinn und die Wissenschaftlichkeit der Philosophie seien die russischen Neukantianer neben der Befreiung von der Theologie in der Befreiung der Philosophie von ihrer Funktion als Weltanschauung. Für religiöse Denker war Philosophie vor allem Weltanschauung. In diesem Zusammenhang stellten die Neukantianer von Neuem und verschärft die Frage darüber, was Philosophie ist. Ich zitiere, ob sie eine Metaphysik, das heißt eine Theorie der transzendenten Realität sein soll. Und sie nötigen ihre Zeitgenossen mit ihren Antworten zu rechnen. Ihre Überzeugung war die folgende, ich zitiere, Philosophie ist vor allem einzelne, unabhängige Wissenschaft. Philosophie ist eine Wissenschaft über die Wissenschaft, über Sittlichkeit, über Schönheit und über Heiligkeit und das bildet in ihrer Gesamtheit einen Bereich des Transzendentalen. Philosophie ist frei sowohl von religiösen Glauben als auch vom Einfluss der Einzelwissenschaften. Sie ist eine selbstständige Wissenschaft geworden. Ich komme nun zu den Hauptideen des russischen Neukantianismus. Die Analysen der Werke der russischen Neukantianer erlaubt es, mit Blick auf das Verhältnis der behandelnden Probleme zur philosophischen Tradition und zu den beiden eingangs genannten Orientierungspunkten, die jeweils mit Kant und Solowjow verbunden waren, eine methodische Unterscheidung in kritische und traditionalistischen Schriften vorzunehmen. Die kritischen Schriften sind thematisch näher zum deutschen Neukantianismus, während die traditionalistischen Schriften als spezifisch für den russischen intellektuellen Raum bezeichnet werden können.
Zu den kritischen neukantianischen Untersuchungen der russischen Neukantianer gehören die zahlreichen wissenschaftlich-methodologischen Werke, die der Analyse des philosophischen Sinns der mathematischen oder physikalischen Theorien und dem Nachweis der methodologisch-epistemischen Gemeinsamkeiten von Wissenschaft und Philosophie gewidmet sind. Zu nennen sind hier die Werke von Otto Buck, Dmitri Gavronsky, Nikolai Hartmann, soweit man ihn als russischer Philosoph bezeichnen kann, Anatoly Sezow. Ferner die Studien von Nikolai Hartmann und Vasilij oder Wilhelm Sesemann, das war deutsch-baltischer Russe, die den Fragen der altgriechischen Philosophie, vor allem Platon, Sokrates und der Vorsokratiker gewidmet sind und die nach der neukantianisch-transzendentalen Methoden analysiert werden. Die Werke über die transzendentale Methode in der Lehre Kants und Coens von Boris Vocht, in der Lehre Hegels von Sergei Rubinstein und in der Lehre Leibniz von Viktoria Salagowa und Anatoly Sezow. Die Werke, die die theoretische Philosophie der Marburger Neukantianismus insgesamt mit Betonung auf die Lehre Coens gewidmet sind, von Matvei Kagan, Sergei Rubinstein, Boris Jakowenko, Boris Pasternak. Und die Untersuchungen über Moral und Recht und ihre Korrelation von Wassily Sawalski, Alexander Sacchetti und Boris Vyacheslavtsev. Die traditionalistischen neukantianischen Untersuchungen kann man die Werke zurechnen, in denen die Besonderheiten der russischen Kulturtradition und entsprechend die Spezifikation des russischen Neukantianismus sich ausprägten. Als erste Beispiele können die Schriften dienen, die dem Aufruf Wedenskis folgen, indem sie Metaphysik und Mystizismus vom Standpunkt der kritischen Philosophie untersuchten oder der Lehre Wladimir Solowjow gewidmet wurden. Unter ihnen sind zu nennen die Schriften von Ivan Lapshin, die sich der Analyse der mystischen Wahrnehmung widmeten, ferne Abhandlungen von Sergei Hessen, Fjodor Stepun, Boris Jakowenko und Nikolai Bubnow, Dissertationen über Solowjow von Maria Tumarkina und Fjodor Stepun, die wurden in Heidelberg und Bern verteidigt, auch zahlreiche Vorträge und Aufsätze von Ivan Lapshin, Fjodor Stepun, Sergei Hessen, Aaron Steinberg, Jakob Gordin waren Solowjow gewidmet. Als ein weiteres Beispiel der schöpferischen Aneignung des Neukantianismus von Seiten russischen Philosophen kann man die neukantianische Interpretation der sittlichen Lehre Leo Tolstoi ansehen, die von einem der ersten russischen Neukantianer Otto Buck, Otto Petrovich Buck, der stammt aus deutscher Familie, aber geboren war in St. Petersburg und dort in die Schule und an der Universität gegangen, vorgelegt wurde. Zwar bemangelt Buck das Festhalten Tolstoi, ich zitiere, an einer zweischneidigen, widerspruchsvollen Christenlehre und er findet, dass Tolstoi in seiner Lehre von Nicht-Widerstreben der revolutionäre Grundgesetze der Menschheit und revolutionäre Prinzip schlechthin ohne alle Abzüge und Konzessionen entdeckt, die Revolution in Permanenz als das Wesen des Menschen selbst, die Revolution als Methode erklärt. Ein allgemeines Thema, das viele russische Neukantianer beschäftigte, kristallisierte sich in ihren Auseinandersetzungen mit russischen religiösen Philosophen heraus und wurde als das Problem des Rationalen und Irrationalen in ihre Wechselbeziehungen formuliert, wobei sie unter dem Rationalen das Psychische, das Intuitive und letztlich das Individuelle verstanden. Besonders deutlich findet sich das Problem in dem Aufsatz von Wassily Sesemann mit dem Titel Über das Rationale und das Irrationale im System der Philosophie von 1911. Pavel Kananow versuchte, eine eigene phänomenologische Methode auf die Bahn zu bringen, die fähig ist, eine Beschreibung der lebendigen Erlebnisse oder ein Gefühl der Tätigkeit zu entwickeln.
In seiner Dissertation über das Gefühl der Tätigkeit, die er im Jahre 1910 bei Theodor Lips und Alexander Pfänder an der Münchner Universität verteidigte, nutzte Kananow die Kenntnisse, die er während seines Studiums der Psychologie und Philosophie an den Universitäten Heidelberg, Berlin und Marburg erworben hatte. Das Wesen der neuen phänomenologischen Methode sah Kananow nicht nur in der Analyse, sondern auch in der Synthese, die ihn zu einer ganzheitlichen Auffassung des Psychischen führt. Den deutlichen Ausdruck fand dieses Problem in historisch-philosophischen Untersuchungen der russischen Neukantianer in der vorrevolutionären Periode, vor allem in die Werken über Plotin von Alexander Kubizki und Heinrich Lanz 1914 und in vielen Arbeiten, die der Philosophie Fichtes gewidmet waren. Die Aufsätze der russischen Neukantianer über Plotin zeichnen sich in eine gemeinsame Logik neukantianischer Transformationen ein. In derselben Zeit und in ähnliche Richtung hat sich Natterp mit seinem ans Plotin Geistesgeschichte orientierten Interpretationen Platons entwickelt. Was die Werke der russischen Neukantianer über Fichte betrifft, so war Boris Vyacheslavtsev einer der ersten, der diese Forschungsrichtung in der russischen Neukantianer begründete. Im Jahr 1908 trat er an der Moskauer Universität mit einer Vorlesung über die Begründung der sozialistischen Prinzipien im philosophischen System Fichtes auf. Es war Vyacheslavtsev, der Fichte-Interpretation der Sozialen als eine ethische Frage in den Vordergrund stellte. Außer Vyacheslavtsev legten Jakowenko, Lanz, Kubizki, Lapschin, Ilyin und Toporkow Untersuchungen zur Philosophie Fichtes vor. Das Problem des Irrationalen zeigten sich bei den russischen Neukantianern auch in der Suche nach einem Ausgang zum Sein, einem Ausgang, von dem die russischen religiösen Denker träumten. Dieses ontologische Motiv war auf Seiten der russischen Neukantianer mit den Begriffen der Krise der klassischen Neukantianismus verbunden und ihnen in der Polemik mit den religiösen Philosophen deutlich worden war. Die religiöse Denker seien zwei mögliche Auswege aus dieser Krise. Der eine war die Wiederholung des Wegs, den die deutschen Idealisten Fichte, Schelling und Hegel schon einmal gegangen waren und die Philosophie angeblich in eine neue Krise geführt haben. Der andere war die Rückkehr zur Anerkennung der transzendenten Realität zu einem Absoluten, was von der mystischen Intuition begreifbar ist, das heißt zu einer religiösen Ontologie. Die erste Variante schien ihnen nicht produktiv zu sein, deswegen verfolgten sie die zweite Variante, den in ihren Augen misserfolgten der transzendentalen Systeme wollten sie durch Konstruktionen der spiritualistischen und theistischen Charakters, durch die Wiederherstellung der Priorität der religiösen Glaubens und dessen Einführung als einen Faktor in der wissenschaftlichen Erklärung der Welt und menschliche Existenz überwinden. Solch entscheidendes Problem war für russische Neukantianer jedoch absolut inakzeptabel. Auf diese Weise entstand für den russischen Neukantianismus das Problem der Ontologie. Auf die zahlreichen diesbezüglichen Untersuchungen kam ich hier aus Zeitgründen nicht eingehen. Die prominenteste Autor in diesem theoretischen Problemzusammenhang war Nikolai Hartmann. Ein anderes Problem, das viele russische Neukantianer bearbeiteten, war das Problem einer Kulturphilosophie und einer Philosophie der Kunst. Die Wendung zu Fragen der Ästhetik und durch sie zu Fragen der Kultur insgesamt trat in den 1920er Jahren auf den Plan. Sie war in der Logik der historischen Entwicklung des Neukantianismus angelegt. Unter den russischen Neukantianern, die sich nach der Revolution im Ausland befanden, widmeten sich Wassily Sesemann und Alexander Weidemann dem Problem der Ästhetischen.
In diesen Jahren entstanden auch die Werke über Kunst- und Kulturphilosophie von André Bely, dem Schriftsteller und Dichter der symbolistischen Richtung. In den Jahren 1904 bis 1910, der Zeit der Ausarbeitung seiner Theorie des Symbolismus, war er stark vom Neukantianismus beeinflusst. Die kritische Gnosiologie verwendete Bely nicht nur für die Begründung einer eigenen Theorie, sondern auch für den Kampf mit seinen Opponenten im Lager des Symbolismus, mit dem Impressionisten und Anarchisten des Gedankens. Das war Zitat von Bely. Später, 1912, hat er sich von der Anthroposophie Rudolf Steiners beeindrucken lassen. In den 20er Jahren kehrt die neukantianische Problematik in dem Problem der Kultur gewidmeten Werken zurück. Und in ihnen zeigen sich deutliche Parallele mit dem späteren Kulturphilosophie Natarps und der Philosophie der symbolischen Formen Cassirers. Allerdings hat Bely ihre Werke offenbar nicht gekannt. Im sowjetischen Russland, das mit seinen politischen Grenzen vom europäischen philosophischen Raum abgeschnitten war, hatte die Transformationen der neukantianischen Ideen zwei Haupttendenzen. Erstens die Verbindung des Marxismus durch Prinzip der Tätigkeit mit dem Problem des Bewusstseins und der Persönlichkeitstheorie. Das zeigten sich in den Werken Sergei Rubinsteins, Cohen Schuler, der der größte sowjetische Psychologe war. Zweitens die Bewegung der bereits ausgearbeiteten und dem klassischen Marburger Neukantianismus nahestehende Position, das sich in den Werken von Boris Vogts und implizit besonders bei Kopnins, Vogts Schüler in den 40er Jahren zeigt, der sich in der Bearbeitung spezifischer Probleme der marxistischen Theorie, die des Problems der logischen Begründung der wissenschaftlichen Wissens, der Rehabilitierung des Begriffs der Idee und der anthropologischen Orientierung des philosophischen Forschung insgesamt verdient gemacht hat. Die geschichtsphilosophischen Untersuchungen der russischen Neukantianer waren in sowjetischen Zeit am meisten der aristotelischen Philosophie gewidmet und hier vor allem den Problemen der aristotelischen Logik und Methodologie. Damit haben sich Michail Polivanov, Boris Vogt und Alexander Kubizki beschäftigt. Wie sich zeigt, hatte der russische Neukantianismus eine lange und reiche Geschichte, die nicht nur für Russland von Bedeutung ist. In meinen Forschungen habe ich einige Momente der Rückwirkung der in russischen Neukantianismus entwickelten Ideen auf den deutschen Neukantianismus Marburger Prägung untersucht. Diese Momente sind bisher noch Hypothesen, weil sie eine ausführliche Untersuchung erfordern. Es geht erstens um den erwähnten Aufsatz von Sesemann, das Rationale und Irrationale im System der Philosophie von 1911. Der Aufsatz erschien 1912 in der deutschen Ausgabe der internationalen Zeitschrift für Kulturphilosophie Logos und zog sofort Natarps Aufmerksamkeit auf sich. In Natarps Nachlass haben sich eine und eine halbe Seiten mit der Auswertung von Sesemann Aufsatz erhalten. Die Notizen Natarps sind allerdings in seiner fast unlesbaren privaten Kurzschrift geschrieben und bisher noch nicht entschlüsselt. Deswegen kann man nun nur vermuten, welche Resonanz der Aufsatz Sesemanns bei Natarp gefunden hat. Natarp hat sich ja in derselben Periode mit dem Problem des Psychischen und des Irrationalen beschäftigt. Zweitens muss die Auseinandersetzung Natarps und Wyscheslawzew genannt werden, die 1912-1913 das Problem der Wechselbeziehung zwischen Moral und Recht betraf. Im Jahr 1912 war in der philosophischen Abhandlungen zum 70. Geburtstag Hermann Cohen ein Aufsatz über Recht und Moral von Wyscheslawzew erschienen. Das Problem der Rechtfertigung des Staates zu lösen, Zitat Ende, versuchte Wyscheslawzew in seinem Aufsatz die berühmte Antinomie Fichtes zwischen Moralität und Legalität, innere Freiheit und äußere Freiheit zu entscheiden.
Eine Entscheidung sah er darin, auf die Betrachtung der Moral und des Rechts als, ich zitiere, zwei entgegengesetzte Seiten des ethischen Aufgabe, wie etwa der subjektiven und objektiven oder der individuellen und sozialen zu verzichten, Zitat Ende, und stattdessen sie für zwei Stufen in der Verwirklichung der Ideen des Guten zu halten. Das Recht, so Wischeslawzew, ist die erste Stufe und eröffnet, ich zitiere, ein weites Gebiet von Möglichkeiten, welche in subjektiven Befugnissen liegen und eine Mannigfaltigkeit bilden, die eine höhere Einheit bedarf. Diese wird auf einer neuen Stufe der Moral erzeugt. Zitat Ende. Diese Gedanken Wischeslawzew wurde von Natarp eine Auswertung und Kritik in seinem Aufsatz Rechts und Sittlichkeit in der Kant-Studien von 1913 unterzogen. Natarp behauptete, die Notwendigkeit, die Trennung des Rechts und der Sittlichkeit beizubehalten, aber er versteht darunter nur die Zweiseitigkeit der Betrachtung der Ethik in methodischen Ansicht und unterhalb des einen letzten Gesetzes des Freiheit. Ich zitiere, die Unterschied ihrer Methode ist, so Natarp, dass das Recht das Innere vom Äußeren her bestimmt. Das heißt, es geht von der Peripherie von heteronomen gegenseitigen Verpflichtungen mehrere zum Zentrum, zum autonomen Selbstbegrenzung freier Person. Die Moral geht umgekehrt vom Zentrum zur Peripherie. Sie bestimmt das Äußere vom Inneren her. Zitat Ende. Offensichtlich konnte Wischeslawzew der so verstandenen Wechselbeziehung des Rechts und der Moral nicht zustimmen, aber er würdigte den von ihm provozierten Versuch Natarp, ich zitiere, ein System der ethischen Kategorien zu entwerfen, das, so Wischeslawzew, bei allen weiteren Studien in diesem Gebiet berücksichtigt werden muss. Zitat Ende. Drittens. Viel problematischer, aber nicht weniger interessant erscheint die Möglichkeit zu sein, die Idee, die Boris Vogt in seinen philosophischen Gesprächen mit Hans Heimsöth geäußert hat und der Heimsöths Wahl des Themas seiner Dissertation bestimmt haben, zu rekonstruieren. Ein Exemplar dieser Dissertation, Descartes, der Titel der Dissertation lautet Descartes Methode der klaren und deutlichen Erkenntnis von 1911, ist im Vogt-Nachlass erhalten. Sie enthält eine Inschrift, die lautet: Herrn Boris Vogt in dankbare Erinnerung an die erste Anregung zu dieser Arbeit im Sommer 1907, der Verfasser. Viertens erweist sich die Mitteilung von Nikolai William Wilmont, einem Freund Boris Pasternaks und einem Schüler Boris Vogts, von besonderem Interesse. Es geht um ein Gespräch in Marburg im Sommer 1912 zwischen Pasternak und Cassirer, worüber Pasternak selber im Jahre 1931 in dieser Zeit schon berühmter Dichter und später Nobelpreisträger William berichtet hat. Während dieses Gesprächs, so William, ich zitiere, hat Pasternak die Frage über die Modalität der Begriffe, über ihre prinzipielle Unidentität berührt, die ihnen aufgrund ihrer Funktionalität in den verschiedenen Bereichen der wissenschaftlichen und gesamtkulturellen Bewusstseins zukommt. Und weiter hat er einen Gedanken geäußert, dass man seiner Meinung nach an das Problem, das vom Haupt der Marburger Schule gestellt wurde, nämlich an das Problem der Einheit des Menschen und dadurch des Begriffs des Menschen an sich, nur vom Standpunkt der Sprachphilosophie aus herangehen kann, genau vom Standpunkt der kritischen philosophisch betrachtenden Geschichte der Sprachgebilde, die sich auf die Analyse der Modalität der Begriffe stützt, die sich in der Jahrhunderten in Sprachgebrauch der ganzen kulturellen Menschheit in seine Vergangenheit, Gegenwart und der sich auszeichnenden Zukunft abgelagert haben. Mensch, da sind Sie auf eine philosophische Goldgrube gestoßen, habe Cassirer ausgerufen. Greifen Sie unverzüglich Ihre Ausbeutung an. Zitat Ende.
Im Jahr 1915 erkläre eine ehemalige russischen Studentin Hermann Cohens an der Marburger Universität Alexei Toporkow in einem Aufsatz für eine russische populäre Zeitschrift seinen Lesen, warum der Neukantianismus in Russland so beliebt worden ist und worin die Unterschied zwischen dem russischen und deutschen Neukantianismus besteht. Ich zitiere: Bei dem bestimmten Verständnis und Interpretation schreibt der Neukantianismus, der Kantianismus keineswegs eine Weltanschauung vor. Eine Kantianer kann sowohl revolutionär als auch reaktionär, sowohl Atheist als auch Theist sein. Dem russischen Menschen, der sich in der Philosophie fast immer in einem etwas chaotischen Zustand befindet, hilft der Kantianismus vorzüglich, sich in den vielfältigen Widersprüchen der Erfahrung zurechtzufinden. Er schafft Ordnung im Bewusstsein und erleichtert dadurch die geistige Produktion.